Hallo zusammen, gestern Abend war es mal wieder soweit, die achte Rocket-Monatsmission und mein inzwischen schon dritter oder vierter Versuch, mich fürs große Rocket-Jahresfinale zu qualifizieren. Beim vorletzten Mal, kann ich mich erinnern, war die Kartenlage nicht so besonders gut und beim letzten Mal hatte ich zwar richtig gute Karten, aber es waren auch ein paar sehr extreme Verteilungen dabei und mindestens ein oder zweimal habe ich mich auch unglücklich oder gar schlecht entschieden. Wie dem auch sei, jetzt alles zurück auf Null, alle wieder an den Start, 3x12 Spiele maskiert, das heißt die Gegner sind nicht bekannt und ungefähr 1200 wird man aus diesen gesamten 36 Spielen brauchen, lieber noch ein bisschen mehr, also so 100 pro 3 Spiele, das ist schon ein ganz ordentlicher Schnitt. Schauen wir also mal, was heute passiert. Erstes Spiel, Hinterhand bei 18 spielt gleich den Grang, mein Partner öffnet Pik Ass, ja und da zögere ich nicht lange, wenn man so einen Grang schlagen will, der ungezwungen ist, dann muss man mal ins Risiko gehen, sage ich mir zumindest, einfach hoffen, dass da mal eine blanke Lusche steht und wir die 21 einsacken. Das hat soweit auch hingehauen, ja wohin uns das führt, werden wir sehen. Mein Partner hat natürlich jetzt die Verantwortung für den nächsten Stich, Pik Ass und 10 gesehen. Okay, er wechselt die Farbe. Muss ich die blanke Dame legen? Allein spielt das Ass. So, und er hat drei Buben und Herz 9 fliegt hier blitzschnell. Also mein Verdacht, Herz Ass, König 7 könnten noch beim Alleinspieler sitzen. Ja, und dann kann es vielleicht sogar eine Chance für uns geben, wo ich jetzt noch drei Herz dagegen habe. So, und Kreuzstiche auch noch in der Abgabe. Also 42 haben wir jetzt hier schon liegen. Ja, und mein Partner muss natürlich weiterspielen. Und das ist hier vielleicht so ein bisschen dann das Unangenehme, ob meine Herz 10 so die volle Kraft entfalten kann. Das wird die Frage sein, falls ich die Karte so richtig interpretiert habe. Drei Buben, ja, vielleicht drei oder vier Kreuzen, wohl eher drei. Guck, hier fliegt die Kreuz 8, alles klar, 46. Kreuz Ass zu dritt, Herz Ass zu dritt und eine Pik Lusche. So plus die drei Buben, das wäre plausibel, Karo 10 im Keller, hat mein Partner so ein bisschen das Problem, dass er eben da jetzt von hinten antanzen muss. 50 liegen und es scheint immer klarer zu sein, der Alleinspieler steht noch ein Herz Ass König, jetzt ein Pik Bild auf dem Tisch, dass ich die Herz Dame legen kann, dann kommen wir auf 60. Aber es ist natürlich für meinen Partner nicht so leicht zu sehen, auch was genau gedrückt ist. Ob ich jetzt noch eine Pik-Lusche dabei habe oder eine Karo-Lusche. Ah, schade, er trifft Karo, Dame. Dann fliegt natürlich der Herzkönig weg auf 57. Eieiei, das war ja hier gleich mal ein. Und da ist die Pik-Dame, sie wäre da gewesen. Das war ja mal ein ganz heißer Auftakt hier gleich. Ein Grang, den hat sich Spieler 1 wohl auch leichter vorgestellt. Mit den 21 in Pik kam der richtig ins Schwitzen. Ich weiß auch nicht, ob er ihn perfekt getroffen hat. Ich glaube, Pik König hätte er vielleicht besser gestochen und die Kreuz 8 wieder rausgeschoben. Aber wie dem auch sei, verspricht hier jedenfalls ein heißer Ritt zu werden. Bin gespannt, wie es weitergeht. Für mich auf jeden Fall nochmal Pause, auch in diesem zweiten Spiel. So, zeigt dich. Er zeigt sich mit einem Pik. Ganz übliche Eröffnung hier aus dem Drilling. Da kann gar nicht groß was falsch laufen. Partner nimmt mit. Okay, nehmen wir die 14 Augen. Gut, Beikarte stark. Karo Ass 10 schon mal blank. So, ich gehe mal hier direkt rüber, um Karo König zu spielen, um den siebten Karo zu spielen. Vielleicht hat mein Partner ja noch einen Trumpf und kann dann noch mal irgendwie den Alleinspieler unter Druck setzen. Nee, ach hier, Wimmelfinte hat auch geklappt, war aber auch wieder egal, wir kommen raus. Also ein Bär von einem Spiel, 6 Trumpf, Ass 10 und Ass Lusche an der Seite. Oh, und Spiel 3, ich bin dabei, da sind sie ja, meine lieben Freunde. 4 Buben, 2 Asse, im Stock finde ich jetzt hier noch das zweite Ass. Ja, also der Grang ist natürlich nicht unverlierbar, sagen wir es mal so, aber ich werde ihn trotzdem spielen. 4 Bauern, 2 Asse, keine Gegenreizung. Ein bisschen Risiko, denke ich, auf diese kurze Distanz muss ich auch gehen. In der Liga wird man wirklich vielleicht schon eher auf den Pik mit 5 umschwenken, aber hier lief das Spiel jetzt auch schon gut. Erstmal auf 11 Augen die blanke Lusche losgeworden, dann Lusche-Bild gestochen. Damit ist das Ding doch so gut wie in trockenen Tüchern. Mal gucken, ob Pik 2-2 steht, das ist nicht der Fall, dann geben wir hier noch einen Pikstich ab und danach
müssen wir nur noch ein bisschen günstig die Kreuz-Dame entsorgen. Nicht, dass da noch zwei Volle drauf fallen. Herz 10 und Kreuz 10 waren die letzten Vollen im Spiel. Die durften natürlich nicht zusammenfallen. Einen davon schnappen wir uns noch und lässig gewonnen. Also mal eine schöne Hausnummer, 120. So ein Spiel gleich am Anfang der Serie, das gibt natürlich auch ja, Selbstbewusstsein, würde ich nicht sagen, das war vorher schon da, aber das gibt die Sicherheit, dass hier auch die eine oder andere Flocke gar nicht gereizt werden muss, denn solche Punkte, die zieht man sich eben aus taktischer Sicht gerne am Anfang rein, dann kann man es ein bisschen ruhiger angehen lassen. So, Pik 8 von meinem Partner. Wenn die blank ist, dann bin ich vermutlich trotzdem gut beraten, mit der 7 unterzubleiben. Wenn er unterm Ass gespielt hat, kann das natürlich jetzt dusselig aussehen. Trotzdem, wir wollen es dem Alleinspieler so schwer wie möglich machen und ich gehe mal davon aus, dass die blank war. Ja, und er schnippelt tatsächlich mit der 9, also Ass 10, 9 beim Alleinspieler zu vermuten, aber für diesen Zug muss man auch, sag ich mal, ein bisschen Mut haben und ich komme ja jetzt mit dem Kreuzbuben auch ran und kann dann schon mal den ersten Abstich hier forcieren. So, und wenn jetzt Kreuz kommt und er den noch einmal bedienen muss, dann könnten wir sogar noch Pik, Dame, Ass, nochmal Abstich hinlegen. Das wäre natürlich ein Traum, wenn das nur so ein Fünftrümpfer ist, mit einer kleinen Schwäche noch in Kreuz. Aber jetzt kommt Herz 10. Okay, da war wohl auch die Idee von meinem Partner, die Übergabe zu spielen. Also sehr gute Idee. Er hatte auch noch einen Buben, also ein Trumpf, um nochmal stechen zu können, aber in Herz hat einfach die Übergabe nicht geklappt. Den letzten Trumpf habe ich jetzt auch noch, also die Gefahr ist schon wieder vorbei. Spieler 1 auch noch ganz solide einen Unterzug gespielt, obwohl das Pik Ass ein bisschen am Hängen war, also auch mit Übersicht hier auf 72 das Ding gewonnen. Scheint mir hier nach den ersten Zügen, die ich sehe, und auch nach der Geschwindigkeit, in der gespielt wird, ein starker Tisch zu sein. Also die Mitspieler, die wissen hier schon, was sie tun. Das ist ja so ein Eindruck, den man auch nach ein paar Spielen immer schon mal sammeln sollte. So, nun haben wir ein Kreuz. Da habe ich natürlich irgendwo Hoffnung. Ich habe nur einen Trumpf, habe viele Volle. Schade allerdings, der Alleinspieler riskiert hier gleich das Schnippeln im ersten Stich und hat damit Erfolg. Jetzt braucht mein Partner natürlich ein paar Trümpfe. Am besten 4 dagegen oder so, wenn es nur ein 6-Trümpfer ist. Nee, das sieht mir aber nach einem 7-Trümpfer aus. Und das sind dann wieder keine guten Nachrichten, denn entweder der Alleinspieler hat nur noch Herz, Ass und Lusche, dann ist da aber keine Übergabe auf Karo 10 oder Pik Ass möglich, sodass wir den Abstich Herz, Ass 10 nicht hinbekommen. Oder der Alleinspieler hat nur noch das Herz Ass, dann bedient er zwar hier noch eine andere Karte, aber die Herz Lusche ist bei meinem Partner und wir können halt auch nichts gewinnen. Also, das Spiel war wieder eine ganze Klasse zu stark. 7 Trumpf mit beiden Vollen, dazu noch ein Ass an der Seite. Nichts zu machen, Spieler 1. Der galoppiert ein bisschen davon, profitiert natürlich von diesem glücklichen ersten Spiel und dann ein paar starke Karten. So, ich krieg es hier für 18, das ist erfreulich, denn Nulluvert möchte ich spielen. Habe ganz viele Möglichkeiten zu finden, Herz, Pik oder Kreuz, nur Karo 9 zu drücken. Ja, das sind natürlich zwei passende Karten sogar, weiß ich schon gar nicht, was ich als zweite Karte drücken soll. Nehmen wir mal den Buben, dann sieht mein Blatt ganz sauber und harmlos aus. Und es ist ein schnelles Spiel. Hey, ich habe ein gutes Gefühl, wieder 4 Buben. Jetzt muss ich nur noch das Spiel bekommen, denn kein einziger Voller, aber ich krieg's für 18, dann können doch auch noch mal welche drin liegen. Oh, Pik 10, ja, das ist ein Voller, definitiv, nicht abzustreiten, aber ansonsten natürlich eine sehr unglückliche Findung, denn ich habe jetzt in jeder Farbe 2, also der große Rollmops, wenn man so will. Das ist natürlich ein Spiel mit 4, willst du nicht unbedingt jetzt in so ein Spiel einsteigen, denn logischerweise, wenn hier irgendwo eine Farbe zu 4 sitzt, 4-1 verteilt ist, geht das Ding ganz schnell über den Jordan. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. 21 Karo natürlich nicht, aber dass ich jetzt hier Herz stechen darf, dass vor allen Dingen mit der nicht Pik rausgekommen ist und dass ich schon ein Trumpf voller irgendwie meine Pik 10 geangelt hat, das ist dann so die allergrößte Gefahr. So. Noch kann es gehen, aber jetzt gewinne ich Wimmelfinte, Karo Bube und Herz 10.
ist der Volle, der jetzt auch nicht mehr draußen ist. Damit ist das Spiel auf jeden Fall gewonnen. Ganz egal, ob ich jetzt mit Pik oder mit Karo fortsetze. Pik 10, Dame Ass können sie noch kriegen im Zweifel und den Karo Stich, das langt aber nicht mehr. Pik 10 geht sogar heim. Also einmal durchschnauben, so ein Ding, das kannst du eben auch schnell mal verlieren, aber hier saß alles ganz gleichmäßig. Ja, und damit würde ich sagen, ein bisher sehr erfreulicher Auftakt in das Turnier. Grang mit 4, Farbspiel mit 4, Null Auvers noch dabei, also bisher nicht groß was auszustehen und vor allen Dingen früh im Turnier schon eine solide Basis an Punkten, dann kann man eben hinten raus auch ein bisschen taktischer spielen, kann sich genauer überlegen, welche Karten man noch reizt und welche nicht. So, 4 Trumpf dagegen, Spieler 1, vielleicht kriegen wir ihn diesmal mal zu packen. Ich eröffne aus der Pik 10 zu dritt und der Spieler hat so ein bisschen gezupft, gezögert, aber das scheint mir hier eher der Bluff zu sein. Ich glaube doch, dass das Pik Ass blank war. Selbst wenn nicht, kann ich danach immer noch die Pik 10 fortsetzen, aber doch, Pik Ass war blank, Pik König wird hier gestochen. So, 5 Trümpfer, mein Partner kommt ran mit Kreuz Buben. So, mal schauen, wie er fortsetzt. Oh, Pik Dame. Sieht von hier aus jetzt erstmal nicht so glücklich aus. Ist ja klar, dass der Spieler stechen kann. Ja, also wenn er jetzt eine starke Beikarte noch hat, Herz Ass dabei, dann wird er auf jeden Fall gewinnen. Also Herz Ass darf er an sich schon gar nicht haben. Karo Ass zu dritt, das dürfte er vielleicht noch haben. Auf jeden Fall hat er nur noch einen Buben. Gut, muss ich mal abwarten. Liegt nicht in meinen Händen. Gut, jetzt komme ich aber tatsächlich mit der 10 dran. Das deutet doch darauf hin, dass mein Partner das Herz Ass hat. Dann schiebe ich ihn hier in Trumpf ein und lasse ihn selber anwackeln. Entweder noch mit Herz, dann kann ich bei meinem Partner wohl schmieren. Gut, oder das Herz Ass stechen, aber das glaube ich nicht, dass er das Herz Ass noch hat. Und ansonsten, aha, zieht er hier das Karo Ass und Rest bei uns und schnapp. 60, 60, da hat es doch noch hingehauen. Ja, was war im Keller? Herz, Dame, König, glaube ich, ne? Da hätte der Spieler eine kleine Chance gehabt, wenn er auf Pik König zum Beispiel mal die blanke Herz-Lusche abgetragen hat, aber er wollte natürlich auch die Karte noch nicht so leicht uns klären, war ja auch nicht hundertprozentig klar, dass die Pik 10 bei mir sitzt und dass der Kreuz-Bube nun zu zweit steht. Das wusste er auch noch nicht, also war einiges unklar und damit haben wir Spieler 1 jetzt einmal ein bisschen wieder runtergeholt, abgepflückt und ich liege am Tisch vorne. Ja, manchmal macht Skat ja richtig Spaß, wenn das so alles für dich funktioniert. Hier hätte ich ja auch noch ein paar Ideen, ein Spiel irgendwie anzutesten, aber natürlich nicht, wo wir schon zwei Reizungen haben. Befürchtung natürlich, dass da jetzt gleich ein Karo rauskommt und wir völlig chancenlos sind. Oh, Befürchtung nicht eingetroffen. Pik ist Trumpf 5 dagegen und farbefrei. Heißt noch nicht, dass wir hier zwingend gewinnen werden. Ich habe 2 bestellte Zehner. Wenn der Spieler nach einem glücklichen Verlauf sich davon welche rausschnippeln kann oder die stechen kann, kann er womöglich gewinnen, aber das gucken wir uns natürlich erstmal an. Ja, und jetzt würde ich sagen, wird es doch schon ein wenig schwer. Hier können wir schon mal die erste 10 loswerden. Ja, wenn er den auch noch bedienen muss, dann ist er hundertprozentig verloren. Nee, den sticht er aber. Gut, Herz-Lusche-Abwurf für eine Möglichkeit, aber andererseits, da liegt ein voller. Karo 10 wird wohl gedrückt sein. Das Blatt ist noch zu unklar. Ich nehme erstmal mit und spiele die Herz-Lusche raus, habe ich eine gute Fortsetzung. Wir wollen uns das mal ein bisschen weiter anschauen. Ich glaube immer noch, dass wir das Spiel ja wohl schlagen sollten. So, mein Partner hat auch noch einen Buben, das ist gut. Dann hat der Alleinspieler jetzt auch nur noch 3 Trumpf. Beide Trumpfvollen hat er noch dabei, also davon würde ich ja wohl mindestens einen erwischen. Denn klar, jetzt kommt wieder Karo hinterher. Was hat er noch? Trumpf, Ass 10 und Herz Bube, ne? Na, damit würde ich sagen, ist die Geschichte gegessen. Meine Trumpf 10 geht auch noch rein und Karo 10 ist sogar auch noch bei meinem Partner. Ja, und dass er eben Kreuz abschmeißt, das kann ja an sich auch fast nur bedeuten, dass mein Partner sogar noch Kreuz Ass hat. Alles andere wäre merkwürdig, wie auch immer. Entweder ich spiele ihn in Kreuz ein, dann hole ich mir den anderen Trumpf vollen auch noch. Ja, oder er hat tatsächlich kein Kreuz. Dann habe ich jetzt Rest, Stechen, Abziehen, Herz, Kreuz, Ass auch noch einsacken. Uiuiui, das war aber ein
ganz schlechtes Spiel, 32 Augen, ja, hat Spieler 2 wohl nach 8 mal nichts ein bisschen die Nerven verloren, ist in ein etwas zu schwaches Spiel reingegangen, die Findung wird wahrscheinlich auch mies gewesen sein, also das war natürlich nichts und das war für uns leicht zu spielen. So, und jetzt bin ich mal wieder dran, im 10. Spiel. Ich lehne mich aus dem Fenster, denn diese 6 Trumpf sind natürlich noch nicht richtig gut. Das ist noch kein komplettes Spiel, aber 6 Trumpf, ein Seitenass, eine 10 zu quetschen, 18 einfach mal geboten. Und jetzt brauchen wir ein bisschen Unterstützung. Ich glaube, das wird jetzt schwierig. Das war sehr wenig. Ein Voller zwar dabei, aber ein Ass hat natürlich geholfen, die Pik 10 ist an sich zu dünn. Ich bin eben in Trumpf sehr dünn aufgestellt, nur dazu komme ich, sitze ich in Mittelhand, habe also jetzt schon erkennbar ein Problem vom Tempo, wenn nicht etwa Pik rauskommt. Also wir müssen hoffen, dass jetzt Pik mal von den Gegnern auf den Tisch kommt und mir die 10 freigespielt wird, ansonsten wird das ganz schwer. Gut, erstmal geht es ins Kreuz Ass los, das ist so ein bisschen neutral. Herz wäre schlecht gewesen, dann wäre meine Stechfarbe gleich geklärt. Kreuz hält das alles noch so ein bisschen in der Waage. Kreuz 10 kriege ich gestochen, nützt mir alleine aber auch noch nichts. Trumpf raus, steht ganz glatt. Ja, und da kommt der nächste Kreuz. Es fehlt natürlich noch ein Bube und ich bin im Prinzip, genau wie ich es vorhin schon angedeutet habe, das war vorhersehbar, ich bin zu kurz. Ich muss mir ja noch die Pik 10 irgendwie entwickeln und jetzt kommt hinten schon Abwurf Pik 7. Das sieht nicht gut aus. Wenn ich Trumpf rausspiele, würde ich sagen, hat Spieler 2 jetzt auch die Pik 7 gesehen, dann wird wohl nicht Pik Ass geschmiert, sondern eher die Fehlfarbe und dann bin ich verloren. Also muss ich im Prinzip jetzt Pik selber klären. Die Frage ist ja nur, muss ich vielleicht sogar schon Pik 10 spielen, in der Hoffnung, dass Spieler 1 sich jetzt den König blank gestellt hat. Aber die haben schon viel zu viel, das reicht nicht. Ich muss einfach hoffen, ja, auf ein Wunder hoffen. Und da ist das Wunder. Pik Ass blank bei Spieler 1, der hat sich eben das Pik Ass blank gestellt. Ja, warum hat er das denn wohl gemacht? Weil er, wir können es hier sehen, weil er sein Herz König zu dritt gehalten hat. Und das war natürlich glücklich für mich. Die Karte war noch nicht ganz geklärt. Spieler 1 musste sich eben entscheiden, aus dem Herz König zu dritt abzuschmeißen oder das Pik Ass blank zu stellen. Also auch keine leichte Entscheidung und der Ausgang glücklich für mich. Jetzt stehe ich natürlich ausgezeichnet. 533, 4 zu 0, zwei Spiele haben wir noch. Das könnte doch hier mein Turnier werden. So. Jetzt bin ich ja schon ein bisschen aufgepusht. Die 18 halte ich hier mal. Und das ist jetzt schon eigentlich die Frage. Ist das eine gute Idee, diese 18 hier zu halten? Drei Asse, eine 10, ein Karo Bube in Vorhand. Ist das trotzdem vielleicht ein Blender, wenn Mittelhand 18 sagt? Der überlegt jetzt nämlich lange. Und je länger er überlegt, desto mehr Muffensausen bekomme ich. Denn was machen wir denn jetzt eigentlich, wenn eine Herzlusche und ein Karo-Bild oder ein Kreuzbild und eine Karolusche drin liegt. Es gibt ja viele Möglichkeiten, auch jetzt echt schlecht zu finden. Selbst der fünfte Trumpf in Pik wäre noch nicht mal richtig cool, denn die Trumpfvollen sind dann immer noch gefährdet und zwei hohle Asse dabei, also gucken wir mal. Ah, Pik 8, 9, das ist eigentlich erfreulich. Das sind ja gleich zwei Trümpfe. Nicht wirklich für jede Hand eine gute Findung, aber für meine Hand passt das eigentlich. Jetzt müsste es doch wieder irgendwie funktionieren. Kann auch die Herz-Dame mit drücken. Ich habe sie jetzt doch im Blatt behalten. Schnippel hier auch erstmal. Erfolgreich. Hab lieber die beiden Karoluschen gedrückt. Jawohl, alles gut. Du machst dir Sorgen, du machst dir Gedanken, aber es war nichts los. Zweimal gut gefunden, drum steht 3-2. Alles ist brav verteilt und damit wird das Spiel gewonnen. Ja, du kannst es gerade eben nicht ohne Risiko spielen. Am anderen Tag findest du wirklich schlecht und verballerst jetzt mal so ein Spiel. Aber heute scheint in dieser ersten Serie zumindest alles zu funktionieren. Und das ist ja auch ein teures Spiel. Pik ohne 3 bringt nochmal 44 Augen, damit bin ich schon über 600. So darf es also weitergehen. Und auch im letzten Spiel nochmal ein Ansatz. Das könnte ein 0 werden, das könnte ein Kreuz werden. Kreuz ohne 4 ist natürlich noch nicht komplett, deswegen werde ich den auch nicht ausreizen. Ich reize ihn hier bis 0,
Denn dieses alternative, günstigere Spiel muss ich mir auf jeden Fall offen halten. Spieler 2 geht aber dagegen an und macht jetzt einen Grang. Gut, der hat ja auch noch ein bisschen was aufzuholen. Ah, und mein Partner trifft Karo. Hab ich nicht, aber auch nichts zum Stechen. Muss ich abwerfen. Kreuz 7 oder Herz 8, das habe ich hier überlegt. Entscheide ich mich jetzt hier für die Kreuzlusche, will die Herz 10 doch erst noch mal bestellt halten. So, und was kriegt Spieler 2 denn jetzt für Bauchschmerzen? Ne, er zieht den Kreuzbuben. Na gut, dann geht doch Herz 8 rein. Hätte ich sie vielleicht auch gleich legen können. Wie auch immer. Ah, das sieht so aus, als ob mein Partner zwei Buben dagegen hat, dass der Spieler so lange überlegt hat mit dem Bubenzug und jetzt direkt das Pik Ass zieht, über die Dörfer geht. Aber es ist natürlich glücklich, die Pik 10 ist blank, also das hat ihm richtig geholfen. Ja, also so wie das lief, vermute ich fast, dass er nur einen Zwei-Farben-Gang hat und mein Partner noch den letzten Buben und das Herz Ass. Dann könnte ich hier auch die Herz 9 werfen, aber falls mein Partner den Herz König wirklich blank abgeworfen hat, dann kann er das Herz Ass noch stechen und dann brauche ich natürlich die 10 noch. Also ich glaube, rauskommen wir immer, wenn mein Partner noch Herz Ass hat. Dann lieber die Kreuz 10 abwerfen und diese Eventualität auch noch abdecken. Ja, da fliegen schon die Karten. Gewonnen mit 77, also die Kreuz 10 hat hier natürlich nicht den Ausschlag gegeben. Ja, dann hat Spieler 2 sich hier noch wieder aus dem Keller rausgekämpft, aber 22 Augen nach 12 Spielen ist natürlich ein frustrierender Start. Spieler 1 furios losgelaufen, dann einmal im Spiel 8 einen verloren, danach nichts mehr bekommen. 2,89 hat er sich sicher auch ein bisschen mehr Hoffnung gemacht und bei mir ging es mit einem Grang mit 4 los, dann kam noch ein Kreuz mit 4 und eine etwas glückliche, aber wackelige Geschichte in Spiel 10 und 11. Beides ging gut nach Hause und damit bin ich jetzt doch ganz optimistisch. 627 Punkte aus den ersten 12 Spielen, das ist eine sehr gesunde Basis und dann schauen wir uns morgen mal die nächsten 12 Spiele an.